Servus liebe World of Warcraft-Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Der ein oder andere könnte jetzt sagen, endlich ist es soweit. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist. Da hatte ich ja in dem Format Grill den Gisex quasi abstimmen lassen, welche Challenge ich als nächstes machen soll. Ihr hattet für die PvP-Challenge gestimmt. 1600 Rating innerhalb einer Woche ergattern, sonst Bestrafung X. Allerdings ist es seitdem sehr, sehr still darum geworden. Ich habe die Challenge nicht vergessen. Ich glaube, das war schon sogar noch zu Erscheinen des Patches, als ich das gesagt hatte. Es tut mir auf jeden Fall sehr, sehr leid, dass wir seitdem nichts über die ganze Geschichte gehört haben oder ihr nichts über die ganze Geschichte gehört habt. War auf jeden Fall nicht der Plan und Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Alter, Leco Mio. Alter, werd ich penetriert hier. Wie gesagt, das war nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte oder der Plan. Aber es war einfach, weiß nicht, privat so viel los. Ich habe es einfach nicht geschafft, das unterzukriegen. Und ich wollte halt auch nicht irgendwas jetzt, ne, irgendwie so zweitklassig machen, nebenbei. Und dem Ganzen keine Aufmerksamkeit widmen. Deswegen habe ich gesagt, wenn ich es nicht richtig machen kann, mache ich es lieber gar nicht. Und ja, daran habe ich mich bisher gerichtet. Und ja, hier sterbe ich. Fuck off. Jedenfalls wollte ich in dieser Runde einfach mal ausprobieren, wie es so läuft. Und es läuft auf jeden Fall nicht gut, kann man sagen. Der Demon Hunter und der Paladin, die zerraspeln mich halt richtig. Man muss dazu sagen, ich habe aktuell auch keine PvP-Skillung drin. Also habe ich mich überhaupt nicht drum bemüht. I'm sorry. Ich habe gleichzeitig auch kein PvP-Gear. Also ich laufe hier mit 7% Versa rum und der Monk schreibt auch gerade Nice Gear Druid. Aber irgendwo muss man ja anfangen, ne? Irgendwo muss man ja anfangen. Heißt jetzt auch, ich werde höchstwahrscheinlich nicht hier jetzt eine saftige Aufholjagd starten oder eine Challenge machen. Im Sinne von, wir ziehen das jetzt durch mit den PvP-Sachen. Ich wollte nur einfach mal jetzt reindippen in die ganze Geschichte und mir das anschauen. Und mal gucken, macht es überhaupt Spaß, das Ganze zu spielen oder eher nicht. Wie wir jetzt hier sehen, bin ich ganz ehrlich, weiß ich nicht. So richtig Fun ist es nicht. Was wohl hauptsächlich daran liegt, dass mein Gear halt absolut für den Arsch ist. Wie auch der Dingsbums schon richtigerweise festgestellt hatte. Also, der Heiler hier. In dem Fall, das ist halt das, ne? Ich bin ja echt nicht gut im PvP, das gebe ich auch sehr gerne zu. Ich bin wahrscheinlich der schlechteste PvP-Spieler EU. Hab auch netterweise keine CCs mitgeskillt. Das ist auch eine sehr, sehr gute Sache. Aber das war halt was, das hat mich schon immer am PvP abgefuckt und dafür bin ich halt auch einfach zu schlecht. Wenn du es hast wie hier, dass die ganze Zeit irgend so ein fucking Melee an dir rumstickt und pimmelt und der dir da einen reintrümmert, das geht mir richtig auf den Kranz. Kann ich nicht anders beschreiben, da ich krieg zu viel Schaden, Immerhin ist jetzt der Demon Hunter nicht mehr gegen mich, wobei es auch nicht so viel besser ist, weil der Pala halt auch ordentlich wehtut. Dementsprechend, wenn wir eine Runde gewinnen können hier drin, wäre es schon witzig. Glaube ich nicht, aber können wir mal schauen. Sorry an der Stelle an Mauski vom Server Dalaran. I'm sorry, Bro. Dass ich dir das zumute. Ich habe theoretisch PvP-Trinkets, aber mit dem saftigen Item-Level 450. Ich glaube nicht, dass die so viel... Oder? Würde das viel ausmachen? Intelligenz um 12% und Ausdauer um 15%. Tatsächlich könnte ich es probieren, wenn ich ehrlich bin. Alter, guckt euch das an, der Demon Hunter. Das ist ja absolut krank. Das ist ja absolut krank, würde ich mal behaupten. Also, da auch wieder der Hinweis, ne? Ich bin echt nicht gut im PvP. Aber das ist schon eklig. Das ist schon irgendwo eklig. Der geht da auf den Priester drauf und zerscheppert den halt mal fast im Alleingang. Wir profitieren. Nature gesperrt und ich sterbe. Zack.
Okay. Unsere Abmachung steht. Okay, okay, okay. Wir müssen jetzt, wir probieren jetzt einfach nochmal aus. Ich equip jetzt einfach mal den Bims hier. Damit kommen wir auf eine PvP-Gegenstandsstufe von angeblich 487. Immerhin habe ich dadurch ein bisschen mehr Life. Und habe theoretisch quasi einen Trinket-Effekt. Aber wie stark das jetzt ist, ich habe keine Ahnung. Wobei diese 15% mehr Ausdauer ist halt schon nicht so verkehrt, ne? Wir dürfen nicht vergessen an der Stelle, wir sind im Low-Rated-Bracket unterwegs. Also hier quasi absolut 0,0 Wertung. Und mit der Leistung werde ich höchstwahrscheinlich auch keine Wertung bekommen. Und wahrscheinlich hätte ich da rausgehen sollen aus der Dingsbums. Wahrscheinlich nicht. Also aus der Invis. Wahrscheinlich nicht. Try the Age. Irgendwie. Es fühlt sich halt auch nicht richtig gut an, ne? Der Sieg stirb, ist stirb. Klar. Nein! Unsere Abmachung steht. Das wäre so lustig, wenn wir jetzt. Ich wäre jetzt quasi nur in Runden nur noch gegen den Monk. Es wäre super witzig, wenn wir jetzt. Wenn wir jetzt alles gegen den gewinnen würden. Und da CC'd er mich gleich. Oder zumindest ziemlich sicher. Ach Gott, ey, Demon Hunter ist aber auch ekelhaft. Der macht keinen Spaß und ich werde sterben. Wir profitieren. Ja, nee, keine Chance. Ich bin zu low geared. Erstmal Eule lol, dann gewonnene Runden 0. Das wäre sehr gut. Also, wenn wir schaffen 0 Runden zu gewinnen, dann würde ich definitiv behaupten, kann ich meinen Schnitt halten. Von wegen, was schreibt er jetzt? Druid? Los, den gegnerischen Heiler. Wenn sie dich angreifen. Okay, Brother. Enttäuscht uns nicht. Das Kartell erwartet. Okay, Brother. I give my best, but I'm very shit at PvP. I'm sorry. Ich wünschte, ich könnte dir mehr bieten, mein Freund. Oh nein. Oh nein. Oh my fucking Lord. Das war nicht gut, dass ich da dahinter gegangen bin. Jetzt habe ich nämlich meinen Heiler gelost. Wer auch gewinnt. Und er ist im CC. Holy shit, was hat mich da hochgeheilt? Ich habe keine Ahnung. Alter, gegen zwei Milis. Ist halt irgendwie. Ja, fuck off. Ich hasse PvP. Ich hasse PvP. Und ohne Scheiß. Nee. Ich glaube. Ich wollte in diesem Video mal kurz reinschnuppern, ob ich die Challenge noch schaffe oder ob ich da Lust drauf habe. Und ich bin ehrlich, weiß nicht, es ging dabei nie um die Geschichte oder weiß nicht, ich hatte nie vor, irgendwelche Challenges zu akzeptieren bei der ganzen Geschichte, um dann am Ende zu sagen, nö, habe ich keine Lust drauf, mache ich nicht. Also das war schon anfangs ernst gemeint, allerdings jetzt ist es halt tatsächlich, ich weiß nicht, wie ich es besser sagen soll. Es ist privat einfach sehr, sehr viel los. Ich spiele so noch kaum WoW, einfach weil ich keinen Bock auf das Spiel habe. Und wenn ich ehrlich bin, komm, stirb wenigstens noch jetzt. Schade, das wäre nice gewesen, wäre er gestorben. Dem ist nicht so. Jetzt werde ich von dem Pala wieder schön wegpenetriert. Bitte, Demon Hunter, führ mich zu einem Sieg. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist die Tatsache, es war nie der Plan, dass ich am Ende dann sage, nö, habe ich keinen Bock drauf, mach ich nicht.
Das definitiv nicht. Aber mit all dem, was gerade irgendwie abgeht, privat und beruflich und so weiter und so fort und keine Lust auf WoW. Ich wollte in diesem Video einfach mal reindippen und schauen, kann ich mir das grundsätzlich vorstellen, noch zu machen. Und ich muss jetzt an der Stelle sagen, nein, kann ich nicht. Und ja, ich weiß, dass es gerade auch damit zu tun hat, dass ich absolut kein Gear habe und keine Ahnung. Aber wieso hatte ich eine 1610er Zuweisung? Warum hatte ich die zweithöchste von allen hier drin? Kann mir das jemand erklären? Immerhin bin ich jetzt ordentlich gedroppt und bin auf sage und schreibe null Wertung. Da kann man auch schon mal klatschen. Aber in diesem Sinne, ich sag's euch, wie es ist. Ich krieg das nicht unter. Vor allem müsste ich dafür eine Woche aktiv spielen, damit ich auf dieses Rating komme. Ich will es ja, wenn, gut machen. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich keinen Bock auf die Challenge habe, aber ich habe keinen Bock auf WoW aktuell und privat, wie es mir geht und so weiter und so fort. Ich kriege das nicht unter und gerade hat mir auch nochmal gezeigt, dass ich nicht den Nerv dafür habe, mich da eine Woche aktiv dran zu setzen und zu versuchen, dass das in irgendeiner Form besser wird. Dementsprechend muss ich das leider als dickes, fettes L quittieren. Das war nicht der Ursprungsgedanke dieses Formats. Dementsprechend, ich konnte zum damaligen Zeitpunkt nicht voraussehen, wie sich es bei mir privat entwickeln würde tatsächlich. Das muss ich zugeben. Allerdings soll das jetzt auch keine Ausrede sein. Ich habe es verschissen. Ich wollte das Ganze jetzt auch nicht einfach, ja, sang- und klanglos ohne Kommentar meiner Seite auslaufen lassen und es tot ignorieren. Dementsprechend kann man sagen, ich habe die Challenge nicht geschafft. Ihr könnt euch ja mal eine kleine Bestrafung ausdenken, die ich dafür im Gegenzug machen muss. Und ja, danke an der Stelle trotzdem fürs Zusehen. Ich entschuldige mich nochmal aufrichtigst für all das, die Verwirrung, Konfusion und so weiter und so fort. Das heißt auch nicht, dass dieses Videoformat, die Idee grundsätzlich gestorben ist, aber zum jetzigen Zeitpunkt werde ich auch keine neue Abstimmung für irgendeine Challenge freigeben, einfach vor dem Hintergrund, ich kriege das privat aktuell nicht auf die Kette, das muss ich mir eingestehen. Und ich hätte wahrscheinlich schon früher sagen sollen, was Sache ist. Deswegen nochmal dickes, dickes Sorry. War definitiv nicht böse gemeint, aber in dem Fall irgendwie, es hat sich alles leider etwas im Sand verlaufen. War definitiv mein Fehler. Hätte so nicht passieren sollen. In diesem Sinne, ich bedanke mich recht herzlichst bei euch fürs Zusehen. Wir machen halt damit weiter mit keinem PvP-Content. Gott sei Dank, wahrscheinlich würde das mich das mental an den Rand des Wahnsinns bringen. Wie gesagt, wenn ihr Ideen für eine kleine Mini-Bestrafung habt, schreibt es gerne in die Kommentare oder auch eine große Bestrafung, whatever. Und damit bis zum nächsten Video, habt eine gute Zeit und reingehauen.